Hallo und herzlich willkommen zurück bei Subnautica. Hinein ins kühle Nass. Ich muss mich ein wenig beeilen. Ich habe nur noch 40% Hydration und keine R6. Die habe ich nämlich letztes Mal vergessen zu sammeln. Und wir müssen jetzt dringend diese Dinger finden. Ansonsten werde ich bald eines grausamen Todes sterben. Und dann machen wir doch mal lieber das Moped hier an. Die R6 sind irgendwie... Bin gespannt, ob ich die noch rechtzeitig finde. Gibt es eigentlich bei den R6 irgendeine Ecke, wo die bevorzugt sind? Die hätte mich ja mal interessieren. Das ist keine... Auch keine... Keine... Ich habe so grob in Erinnerung, dass die ja eigentlich mehr an der Wasseroberfläche waren. Nicht unbedingt bei diesem Biom hier mit dem, mit den Schluchten. Die dürften jetzt wirklich langsam mal auftauchen. Ansonsten muss ich ein paar Fische essen. Die bringen ja wenigstens ein bisschen Wasser. Und ich glaube, es wird Nacht. Und dann kam die R6 ja, glaube ich, ein bisschen bevorzugt daraus. Kommen hier immer schon dran vorbei. Obwohl, ich habe so viel, weißt du. Ey, was soll das? Oh, habe ich eine Batterie dabei? Alles super ausgerüstet. Mann, 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 Mann. R6! Eins. Zwei. Aha. Nachts. Ich glaube, das Stichwort lautet Nacht. Bei denen. Und ja, ich mache mir jetzt mal die Taschen voll damit. Ich habe mittlerweile in den Kommentaren von euch den tollen Tipp bekommen, dass man sich mehrere von diesen Sauerstoffflaschen bauen kann. Und die dann quasi stacken. Das wusste ich noch nicht. Dieser Tipp war für mich sehr wichtig, war mir neu. Und ich glaube, dass ich das umsetzen werde. Auch wenn das natürlich dann doch auch einiges an Platz blockiert. Aber nichtsdestotrotz, wo sind die ganzen R6 denn jetzt hin wieder? Machen wir uns mal ein bisschen schneller wieder zurück. Wir haben ja einige, so schlecht ist es ja nicht, aber... Na. Aber... So viele wie da waren, so sehr sind sie jetzt auch wieder plötzlich verschwunden hier. Ist ja komisch, war jetzt so ein Hotspot. Wo die sich rumgetrieben haben. Wahrscheinlich gerade bei der Paarung oder so. Habe ich sie gestört. Bin so fies. Und herzlos. Ja, ja. Das Leben ist grausam, vor allen Dingen, wenn man irgendwo gestrandet ist. Sieht irgendwie nicht nach R6 aus hier. Ich mache mich jetzt erstmal zurück. Und wir pumpen hier mal wieder ein bisschen Energie rein. Bauen uns 3, 4 Flaschen Wasser zusammen. Tada! Was? Airsack Analyzed, als hätte ich noch keinen gehabt, weißt du? Ja, ja, Fabricator darf mal wieder ordentlich schaffen. Also, nachdem jetzt dieses Wasserproblem ja nun gelöst ist vorerst, wäre es eine Überlegung, was jetzt als nächstes kommt. Also, ich habe eine neue Aufnahmesession, also ne, nicht wundern, dass ich jetzt vielleicht ganz was anderes sage, als das, was ich zuvor irgendwie von mir gegeben habe. Ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung mehr, wo wir stehen geblieben sind. Aber ich würde jetzt gerne mal so in Richtung Seamoth wandern. Und für eine Seamoth brauche ich... Nein, das Blueprints Seamoth. Wo ist sie? Da. Power Cell, Glas, Copper. Titanium haben wir nun mehr als genug. Also eigentlich eine Power Cell ist wichtig. Da brauchen wir 2 Batterien. Für Batterien ist allerdings ein gutes Stichwort.
Batterien. Storage. Zunächst mal eaten wir mal das Wasser. Oh, da kann ich aber gerade noch mal auf Jagd gehen. Schmatz mir doch mal ins Ohr. 32, ich bin bei 60, passt. So. Ja, ich würde sagen, nee, dann Moment. Batterie, nur schnell eine Batterie. Nur mal schnell. Ich habe mal schnell gesagt, das geht jetzt sau schief. Ihr wisst es. Und ich bin schuld. Copper. Was war das? Shift-Links-Klick. So, dann zack. Ressourcen, nee, Electronics, doch, Batterie, zack. Ja, damit. Dann, ab dafür. Ich muss nochmal schnell. Bitte, 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 noch irgendwelche. Komm, komm, komm. Ich will nochmal schnell ein paar von den Viechern sehen, aber jetzt wird schon wieder hell. Man kann es mir auch nicht recht machen. Mal ist die Nacht zu lang, siehe H1, Z1, mal ist die Nacht zu kurz, siehe hier. Man kann es dem Koja nicht recht machen. Der ist immer nur am Nörgeln. Zu dunkel, zu hell, Batterie leer. Fische weg, Fische da. Fische greifen mich an, tun mir weh. Fische sind böse. Es gibt kein Salz. Schauen wir mal. Ja. Bist so wendig. Und ich bin so unwendig. Ach du. Schönes Tier. Egal. Da gehe ich nicht rein. Ich nehme jetzt einfach nochmal was davon mit. Aber man muss wohl zusammenfassen. Jetzt nimm doch endlich mal. Ich muss wohl zusammenfassen, dass ich... Gut. Dass ich keine... Na. Dass ich keine R6 gerade mehr finde. Das ist sehr schade. Wer bist du denn? Bleib hier. Wer bist du denn? Dich kenne ich noch gar nicht. Du bist bestimmt lecker. Njam, njam, njam. Ja, bist du lecker. Ja, wenn du mal nie lecker bist. Oh, ein, zwei Beeper hätte ich schon noch gerne. Wir haben ja schließlich auch ein bisschen an Salz gefunden. Ja. Hättest wohl gedacht, du entkommst mir. Und du hast das wohl auch gedacht. Es ist tatsächlich ohne dieses Moped einfacher, die Fische zu fangen. Da Salz jetzt nicht unbedingt zu den häufigsten Ressourcen gehört, bin ich eigentlich schon versucht, lieber diese Pieper zu grillen, als jetzt hier diese einfach zu fangenden Fische. Die Pieper bringen einfach wesentlich mehr Nahrung quasi pro Salzblock, der ja die eigentlich limitierte Ressource darstellt. Ja, ja, na, du wirst mir nicht entkommen, nein, du... Bist mir entkommen. Bleib stehen! Bleib stehen! Danke. Geht doch. Ja. Mann! Jetzt habe ich Sand gesammelt. So. Genug. Zurück. Hinfort. Schön was zu essen kochen. Njam, njam, njam. Da freue ich mich aber drauf. Und dann Simov. Simopf. Die Simopf. Die wird jetzt zusammengeschraubt. Ich überlege gerade nochmal, was war das jetzt? Das war die Power Cell. Die muss ich dafür herstellen. Power Cell. Moment. So. Müsste genug sein. So. Also. Gehen wir mal kochen. Ah, ja, ja, ich habe ja den Hubfisch, den Hubfisch, Hupenfisch. Schauen wir mal, was der kann. Einmal kochen. Mal schauen.
Wo ist er da? Der bringt ja gar nichts. Der bringt ja mal so überhaupt nichts im Vergleich zum Pieper. Naja, gut. Pieper. Also der ist, glaube ich, jetzt der schlechteste. Jetzt hätte ich natürlich vielleicht mal gucken sollen, ob man aus dem noch irgendwie was anderes herstellen kann, außer Futter. Aber so von der Ausbeute her ist das jetzt erstmal das Schlechteste, glaube ich, was wir bisher gefunden haben. Was ein wenig schade ist. Der sah so lecker aus. Okay, komm, kochen dann, was soll's denn? Wir finden schon wieder Salz. Aber Nahrung haben wir dann jetzt echt erstmal genug. Da brauche ich so schnell nicht mehr fangen gehen. Obwohl das wirklich schneller geht, glaube ich, als man denkt. Rein mit euch. Die drei behalte ich mal so. Titanium haben wir, Kupfer haben wir. Dann stelle ich, muss jetzt nochmal gucken, Power Cell war, glaube ich, 2 Batterien. Kann mal schauen. Wo war denn das? Wo war denn das? Die Power Cell. Da, Power Cell. 2-mal Batterie, 1-mal Silikon. Okay. Also, dann Batterie. Da müssen wir gerade nochmal uns eine Rutsche Kupfer rüberholen. Und für Silikon hätten wir alles da. Batterie. Na komm, dahin klicken. Electronics. Batterie. Ressourcen. Materials. Silikon. Zack. Electronics. Power Cell. Dann haben wir die. Und dann... Da habe ich noch 2. Irgendwo hatte ich doch noch einiges an... Quarzen. Naja, einiges ist auch übertrieben. Da haben wir Quarz. War hier noch was drin? Aber kein Quarz. Ich glaube, ich hatte doch am Anfang mal Glas hergestellt. Liegt hier vielleicht noch Glas drin? Glas. Gut. Das gefällt mir. Habe ich noch Salz? Irgendwo Salz? Ich erkenne das immer nicht, das Symbol. Aber ich habe hier nur Titanium und... Quarz, kein Salz. Da könnte ich nämlich hier noch Fische kochen. Ich sehe, ich habe hier noch rohe Piepe. Welche Verschwendung. Das sollte ich lieber mal alles in eine... Das Futter alles in eine... Na komm, open. Open! Geht doch. Lieber mal alles in eine Kiste reinschmeißen. So, das hätten wir... Dass ich so viel Wasser saufen musste, das hat mich schon wieder genervt. Wir brauchen für die Simopf brauchen wir 2-mal Glas. 1-mal haben wir schon. Perfekt. Wer sagt's denn? Materials Glas. Und das sieht mir danach aus. Ja. Das sieht mir danach aus, als könnte ich das Ding jetzt bauen. Nee. Climb. Dann halt so. Der wackelig. Super. Und dann Use Constructor, Vehicle, Simopf. Und hier wandern die Ressourcen rein. Da oben die kleinen Roboter schießen los. Habe ich ganz gut gemacht. Zwusch. Da ist sie, die gute Simopf. Und damit ich die... wo? Ach da, das habe ich jetzt irgendwie vor dem Schiff gar nicht gesehen, hier das Dingens. Damit ich da mit der jetzt nicht liegen bleibe, sollte ich mir dringend eine Batterie noch mitnehmen. Eine Batterie. Mitnehmen. Ich habe es geahnt. Auch wieder Pilze. 1, 2, 3. So, wo bin ich hier jetzt reingekommen? Oh, der Ruckel. Gar nicht gut. So, nochmal. Das Ding schaukelt auch gerade wie Sau.
irgendwas gerade kaputt gemacht, bestimmt. So, dann haben wir die... Ach nee, Moment, ich gehe nochmal kurz rein. Inventar leeren. Ganz wichtig. Quarze tun wir da rein. Was haben wir hier? Gold und Silber. Gold und Silber, ja. Eat. Erstmal das Ding weg. Hier den kleinen essen wir auch. Dann ist das mal weg. Da kommt jetzt nichts rein. Dann hier. Oh, hier ist ja noch mehr Storage. Moment, habe ich... Ach, da drüben, das war das andere Ding. Mann. Weißt du was, jetzt bleibt das Ding jetzt... jetzt. Lass uns mal hier fallen. Aber die... Das wackelt hier alles durch die Gegend. Jetzt, ich habe mich auch gewundert, warum hier liegen noch immer die Fins. Alles am Wackeln. Hier ist gerade ganz schwerer Seegang. Quarz tun wir rein. Titanium tun wir rein. Das Gedöns brauchen wir. War ich kurz am Überlegen, ob ich mir noch einen weiteren Tank baue. Bisschen schade ist ja, es wackelt hier wie Sau. Und wenn ich rausgehe, alles okay. Kein Problem. Alles easy. Bestes Wetter. Schöne Aussicht. Müsste jetzt hier eigentlich, müssten hier Brecher sein. Sturm, Dings und Blitze. Blitze müsst ihr geben. Ja. Jungs und Mädels, ich hab Schiss. Ich hab echt Schiss vor dem, was uns da irgendwie erwartet. Ob ich mir lieber noch ein First Aid Kit mitnehme? Andererseits, wenn ich jetzt sterbe, ich weiß nicht, ob ich auch das verliere, was ich anhabe. Ich schätze mal. Ich schätze, wenn ich jetzt sterbe, dann liegt da... Ich bin noch nie gestorben in diesem Spiel, das muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht, was mich da erwartet, aber ich vermute mal, dass man da sein Inventar verliert an Ort und Stelle. Und das dann wiederholen darf. Also wenn mich da am Schiff irgendwas erwartet. Und ich habe da in den Kommentaren schon so Andeutungen gelesen, dass da lustige Kuscheltiere sind. Dann, dann werde ich vermutlich an mein Inventar, wenn ich es dort verliere, bei den lustigen Kuscheltieren, nicht wiederfinden. Das finde ich schade. Oh, Salz mittendrin. Schön, schön, schön. So, was machen wir? Wir machen nämlich hier jetzt mal... Oh. Was war das jetzt? Jetzt habe ich Wasser getrunken. Egal, ich hatte genug. Ich würde gerne, bevor wir da losjagen, nochmal nach diesen R6 Ausschau halten, dass ich mir wenigstens mal zwei Flaschen Wasser mitnehmen kann. Also die Folge würde ich gerne noch verwenden, um mich auszurüsten. Und dafür müsste es eigentlich nochmal dunkel werden. Eigentlich, was ist eigentlich mit den Fischen hier? Die kann man töten, das habe ich schon mal ausprobiert. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da waren wir zusammen, aber ich konnte sie nicht mitnehmen. Nee. Luft! Oh. Also die R6 sind wirklich nur nachts, scheint. Bin ja ein bisschen schockiert, aber sieht so aus. Hallo, ist hier jemand? Hallo? Hallo? R6? Die müssten sich ja tagsüber irgendwo verkriechen, ne? Also, theoretisch. Theoretisch müsste ich die irgendwo finden. Praktisch. Ach nee, bin ich hier wieder beim Bombenfisch? Hallo? Na? Ein bisschen Schiss habe ich jetzt, das gebe ich ja zu. Warning, 30 seconds oh. Of oxygen remaining. Achso, ja, 30 seconds, also bitte. Lächerlich. Komm, dann tanken wir uns hier an der Koralle mal auf. Koralle? Blub? Blub? Na, ich bin die Blase. Mann. Blub? Praktisch hier. Blub? 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 Dann ist man wieder voll. So, und dann kann ich doch diesen Fisch... Kann man den... Der ist doch letztes Mal in die Luft geflogen. Lebt der noch? Hallo? Hallo?
Und jetzt? Oh, wie krass. Was war was? Was? Wie was? Was kam? Crash Metal. Cool. Warning, 30 seconds of oxygen. Ja, bin gleich soweit. Sekunde. Gleich wieder da. Simopf-Fragment. Komm, Blubberbläschen. Ich brauch Blubberbläschen. Bitte, 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 Blubberbläschen. Bitte, Blubberbläschen. Blub. Bin ich ganz praktisch hier gerade, muss ich sagen. Komm, blub. 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 Ach, aber das finde ich gut. Das heißt also, man kann die rauslocken. Lass die Fische sich explodieren. Lass die sich explodieren. Lass sich explodieren, weißt du. Und, und dann kann man die Wohnung plündern. Cool. Ich frage mich gerade, was man wohl damit bauen kann. Oh. Hier raus? Jawohl. Was und ob man damit was bauen kann, vor allen Dingen eigentlich. Ich nehme jetzt mal unser Moped gerade nicht. Da spare ich mir mal die Energie. Ach, die Seamoth hat auch ein Beacon jetzt. Das war vorher, glaube ich, nämlich nicht. Die Seamoth hat man gerne mal übersehen. Die hat jetzt einen Beacon. Einen eigenen. Das ist schön. So, und jetzt schaue ich mal, was ich mit diesem Zeug machen kann. Nix. Nighttime Approaches. Ja, supi. Nix. Kann ich damit machen. Kann ich... Ist das darüber? Nee, also aktuell kann man damit irgendwie nichts machen. Naja, naja, gut. Wir werden das noch rausfinden, aber dann in der nächsten Folge. Jetzt erst einmal ist Pause, die in 8 kommt. Das heißt, in der nächsten Folge werde ich dann gleich losschießen, um die R6 zu suchen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit am Start. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ich mache jetzt einen ganz kurzen Endscreen, damit ich gleich hier loslegen kann und raus in die Nacht des fremden Planeten kann. Also, bis dann. Macht's gut. Tschüss.